Schwieriger Saisonendspurt für Volkan Uluc und den BAK zuletzt. Setzte es wieder 3 Niederlagen in Folge. Zum äußerst unpassenden Zeitpunkt war jetzt Hertha 2 zu Gast. Das Team von Ante Čović spielt erfahrungsgemäß zum Ende der Saison groß auf. Hertha seit 7 Spielen ungeschlagen, 5 davon gewonnen. Und sie hatten die erste Ecke durch Axar Kahl und Röcker mit dem Kopf. Joel Richter rettet vor der Torlinie für den BAK, der wieder auf Topscorer Patrick Susek setzen konnte. Nach Gelb-Rot-Sperre zurück in der Startelf. Tempo, Dribbling mit Ball, das ist seine Stärke. Patrick Susek kreuzt zuvor clever den Weg von Eitschberger, aber Tiag Ernst im Tor der Hertha. Stark, eigentlich zweiter Profikeeper, soll Spielpraxis sammeln und zeigt hier seine Klasse. 27. Minute, wieder Hertha mit Eitschberger auf Rölke. Schick gemacht gegen Yamada, Toni Rölke. Aber die Szene lebt noch und wie sie lebt, Haxa. 1-0 Hertha. Die Führung zu diesem Zeitpunkt verdient, Hertha investierte mehr. Rölke mit einer überragenden Aktion inklusive Tunnel für Yamada. Nur er kann seine starke Aktion nicht vergeuden, trifft nur den Pfosten. Aber Florian Haxa, der heute links hinten ran musste, korrigiert sehenswert. Feiner Schlenzer, keine Chance für Kilian Schubert im Tor vom BAK, der auch Minuten sammeln soll. Luis Zwick auf der Bank. Hertha mit viel Ballbesitz, aber sie haben ja auch genau die Spieler für schnelle Konter. Massa, einmal Kopf hoch und dann in den Lauf von Sherhan Deri. Scherhand und Schubert. Volkan Uluc sieht, dass einige Jungs zum Ende der Saison etwas schleifen lassen. Das momentan das größte Manko bei seinem Team. Bis zum Strafraum hatten sie einige gute Aktionen, aber die Qualität im Abschluss, sie passte noch nicht. Tiag Ernst mit leichten Problemen dann rechtzeitig da. Halbzeit 1:0 für Čović und seine Hertha. Er hatte nicht viel auszusetzen an der Leistung seiner Mannschaft. Zweite Halbzeit. Yajima auf Seifert. Der BAK hatte sich einiges vorgenommen. Seifert und dann wieder Yajima, aber auch wieder Tiag Ernst. Volkan Uluc sah einen verbesserten Beginn im zweiten Durchgang, aber sie verfielen defensiv in alte Muster, bekamen zu selten Zugriff auf die Offensive von Hertha. Derry Scherhardt erst mit dem Rücken zum Tor, dann darf er abschließen und Massa staubt ab. 47. Minute 0:2. Ibrahim Massa, 17 Jahre jung. Hertha hat ihn bis 2026 gebunden. Der Profivertrag winkt mit dem 18. Geburtstag. Es ist das erste Tor für ihn im Herrenbereich für die Blau-Weißen. Nach einer Stunde darf Nader Jindawi ran. Noch mehr Tempo für die Gäste. Viele waren wieder seinetwegen da und er wollte gegen seinen Ex-Club nochmal aufdrehen, brachte gleich Tempo ins Spiel. 4 Minuten auf dem Platz und der Assist für Massa. 3:0 Hertha. Doppelpack für den Youngster, abklatschen mit Scherhand und natürlich auch mit Jindawi, dessen Außenriss für den Assist sorgt. Trifft den Ball nicht voll, aber doch perfekt für Massa. Keiner zum Verteidigen in der Nähe. Der BAK hat das letzte Heimspiel 1:8 gegen Jena verloren in den letzten 3 Spielen. 12 Gegentore bekommen und jetzt schon wieder 3. Und weiter schlechte Nachrichten aus dem Poststadion, denn Hertha hatte noch Lust. 75. Scherhand 0:4. Wie gegen Jena zerfällt der BAK defensiv komplett. Derry Scherhand mit seinem 8. Saisontor. Kurz darauf war für den Mann des Tages Schluss, Ibrahim Massa. 2 Treffer und ein breites Grinsen beim 17-Jährigen. Starker Auftritt von Ibrahim Massa. Der BAK nur mit zaghaften offensiven Vorstößen. Jetzt mal nach Einladung des Gegners und dann Serkan Dosun eingewechselt. Aber so richtig brenzlig wurde es für Tiag Ernst nie. Nochmal Hertha, 85. Jindawi, mittlerweile Kapitän. Und auch in der Rolle kann er auflegen für den eingewechselten Bustamante. Hertha nahm den BAK streckenweise auseinander. Anstatt Außenriss dieses Mal der dreifache Übersteiger von
Jindawi im Rücken von Schulz entwischt, Bustamantel. Und dann hilft der Pfosten noch mit. Viel Aufarbeitung für den BAK-Sportchef Ümit Ergedi, konnte teilweise auch nicht hingucken. Er wird im Sommer kräftig durchwischen müssen. Und Trainer Volkan Uluc sprach er nach dem Jena-Debakel, nach dem 1:8 von einer Beerdigung, viel besser fiel das Fazit nach diesem Spiel auch nicht aus. Das ist natürlich alles irgendwo nicht mehr konkurrenzfähig. Du bist da im Moment so auf der Intensivstation, auch wo die Jungs sich in der Rückrunde reingebracht haben. Und 2x90 Minuten noch, zwei Spiele, dann ist die Saison zu Ende. Und ich hoffe, dass der Verein dann eine gute Planung hat, auch im Endeffekt die richtigen Schlüsse aus der Saison zieht. Umarmung mit gegenüber Ante Čović, dem nicht nur der Sieg ein Lächeln ins Gesicht zauberte, sondern auch Top-Talent Ibrahim Massa, der einen vollen Besteckkasten für eine große Karriere mitbringt. Dribbelstark, kreativ im Spielaufbau und torgefährlich, würde ich sagen. Ja. Torgefahr heute gezeigt. Ja, kann man so sagen, ja. Und jetzt überglücklich nach den ersten beiden Toren. Ja, natürlich, ja, überglücklich. Überglücklich, ein Gesicht der Zukunft bei Hertha. Da wollen selbst die BAK-Ballholer-Kids einmal Hallo sagen.